Hallo, also wer mich nicht kennt, ich bin Erik, ich habe diesen Publisher verbrochen. Normalerweise redet Tim lieber als ich, aber jetzt rede ich gerade lieber als Tim, weil Tim sehr noch viel weniger gern redet, gerade im Zustand wegen Kongress. Und es soll hier gehen nicht um den Publisher allgemein, sondern konkret um Templates. Ich würde jetzt einfach mal so eine Kurzeinführung geben, mal so ein paar Sachen zeigen, ein paar Sachen erklären und dann kann das aber gerne irgendwie interaktiv werden. Also wenn jemand Fragen hat, dann gibt es hier bestimmt so ein Mikrofon. Mehr Power? Power wo? Auf meiner Stimme. Ich hätte gern mehr Stimme auf meiner Power. Ihr seid ganz schön sehr weit oben. Aha, mehr? Besser? Sehr gut. Hazel wollen wir jetzt nicht. Gut, zunächst mal zeigen, wozu werden die Templates eigentlich genutzt. Nur was Beispielhaftes zu zeigen, für CAE werden mit den Templates hier zum Beispiel diese Archive erzeugt, die sehr hübsch aussehen. Und mit dem ähnlichen Template sieht man das Ganze auch bei der Freak Show. Bin ich leiser? Er verwirrt mich noch, er verwirrt mich. Soll ich einfach ignorieren? Ja, okay. Genau, hier bei der Freakshow sieht man das Ganze nochmal. Es ist etwas ähnlich, aber da es hier eben mehr Kontributoren gibt, wird es anders angezeigt und es ist aber alles im Publisher konfiguriert. Also das ist keine Custom-Anpassung für die Metaebene, sondern das geht alles mit dem Template-System. Das Ganze im Publisher sieht so aus. Also hier in den Publisher-Templates gibt es den Template-Eintrag, wo es so ein Standard-Template gibt, was ausgeliefert wird. Und der Rest ist aber custom. Das kann irgendwie ganz einfach sein. Und es kann aber eben auch sehr viel komplexer, komplizierter sein. Je nachdem, wie man das gern hätte. Bei Default sind die Templates simple HTML, also so ein bisschen HTML muss man schon verstehen, um das selbst basteln zu können, aber generell sollte man keine Angst vor den Templates haben. Da kann man sich auch gerne mal was von hier oder da zusammen kopieren und dann einfach mal schauen, was bei rauskommt. Wir benutzen dabei eine Template-Sprache namens Twig, die kommt nicht von uns selbst, sondern das ist so eine populäre PHP-Template-Sprache. Die ist sehr simpel gehalten und kann so Standards wie, naja, eben irgendwie Variablen ausgeben, über Variablen drüber iterieren. Also ist das groß genug? Oder ich kann mal noch so über so Variablen drüber laufen mit einer Vorschleife. Also wer schon mal eine Programmiersprache gesehen hat, der kennt das alles. Und wer nicht, so die mit den Standards, wie gesagt, einzelne Variablen ausgeben und über Listen drüber laufen. Viel mehr braucht man auch für das Templating nicht. Das Ganze ist dokumentiert, also wir haben auf docs.podlove.org eine entstehende Dokumentation. Da gibt es hier eine Einführung unter Understanding Templates. Da ist auch nochmal Twig verlinkt, ein paar Beispiele gezeigt. Also im einfachsten Fall Podcast-Titel ausgeben, ist tatsächlich relativ selbsterklärend, podcast.title. Oder eben, wie bereits erwähnt, die Listeniteration über podcast.episode, also über alle Episoden drüber zu iterieren, das sieht beispielhaft so aus. Hier ist auch jeweils die Dokumentation verlinkt, also die verschiedenen Dokumentationen, also von Twig und von den Template-Variablen. Es gibt hier eine vollständige Referenz von Daten, auf die man zugreifen kann. Also prinzipiell alle Daten, die ihr irgendwo in den Publisher eingebt, auf diese Daten könnt ihr mit dem Template-System zugreifen. Das geht eben teilweise ganz simpel wie der Podcast-Titel oder etwas komplexer. Bei der Iteration über Episoden gibt es dann noch Parameter, um zu bestimmen, auf welche Art und Weise die Episoden ausgegeben werden.
Also über eine spezielle Post-ID kann oder zugreifen oder auch die Sortierung kann bestimmt werden. Und das sieht eben im einfachsten Fall so aus. Und ja, mit der Sortierung sieht man das hier an Beispielen. Ja, also weiß ich, als Tim das letzte Mal vorgestellt hat, ist er über so ein Beispiel-Template drüber gegangen. Ich glaube, dieses hier kann ich jetzt auch mal tun. Es gibt da Interesse, dass ich einfach mal über ein Template drüber gehe und mal so grob zeige, was da was macht. Ich sehe ein paar Nicken. Ja, okay. Also das ist jetzt ein Template direkt aus der Metaebene. Das, wie es tatsächlich von Tim benutzt wird, das findet sich auch auf GitHub. Einen Moment, ich glaube bei Tim, genau. Das gibt es auf github.com/timprodlove/podlove-templates. Und hier hat Tim so seine Templates hinterlegt, die er selbst benutzt. Und das Beispiel, worauf ich mich jetzt beziehe, ist Podcast Archive. Genau, dieses hier. Geht einfach mal von oben nach unten durch. Man kann das Ganze gerne kommentieren. Das hilft immer beim späteren Verständnis. Der richtige Code geht hier los. Das Set setzt Variablen. Das braucht man bei simpleren Templates nicht, aber da das jetzt doch ein eher größeres ist, hilft es, so ein paar auch überschreibbare Werte sich am Anfang zu setzen, dass man so grob sieht, mit welchen Daten man arbeitet. Also hier ein paar Größen, ein paar URLs. Also für euch auch ganz sinnvoll, wenn ihr euch das kopiert, dann wollt ihr wahrscheinlich diese Werte hier überschreiben. Dann hat er hier noch so ein Übersetzungsmakro, weil er selbst natürlich auch Podcasts in zwei verschiedenen Sprachen anbietet, also in Deutsch und Englisch. Und es geht hier auch relativ simpel. Das eigentliche Template beginnt hier. Wie gesagt, HTML. Sieht man hier, das ist tabellarisch dargestellt. Da zunächst die Spalten definiert. Benutzt hier die Variable, die er hier oben definiert hat. Und wie man hier auch sehen kann, also so simple Rechnungen kann Twig auch durchführen. Dann hat er hier noch die Unterscheidung, ob er die Kontributorspalte benutzt oder nicht. Sieht man hier im Vergleich. Hier ist der Kontributor eine extra Spalte. Und hier ist es eben keine extra Spalte, sondern direkt in der Hauptspalte mit drin. Dann geht hier der eigentliche Table Body los und er iteriert über alle Episoden. Er nimmt hier einfach den Default, er hat ja keine Veränderung gemacht in der Sortierung, er sortiert auch keine Episoden aus und nimmt einfach den Standard. Also wir haben die Defaults der Parameter so gewählt, dass man es häufig bereits schon so benutzen kann und eben nur, wenn man irgendwie besondere Anforderungen hat, wie ich möchte da irgendwie Paginierungen drin haben, ich möchte nur einzelne Episoden anzeigen, ich möchte nach Kategorien filtern, dann muss man da hier irgendwie nacharbeiten und kann dann hier irgendwelche Parameter einführen. Dann geht hier eine Tabellenzeile auf und er vergibt hier eine ID. Das ist immer ganz sinnvoll, um dann mit CSS oder JavaScript, je nachdem, was man da noch machen möchte, dann darauf zugreifen kann. Und eine Klasse ist auch eine gute Sache, da eine Klasse zu vergeben. Dann Spalte 1 ist das Icon, dieses hier. Und da nutzt der Episode Image URL with Fallback. Gesehen das Episodenbild und wenn es kein Episodenbild gibt, dann wird das Podcastbild benutzt. Das kann man auch gerne in der Dokumentation nachschlagen.
Um einen Überblick zu bekommen, kann man auch gerne einfach mal durchbrowsen. Und hier sieht man eben alle Methoden, die auf Episode verfügbar sind. Und was wir hier benutzen, ist eben Image URL with Fallback. Ansonsten, wenn man wirklich nur das Episodenbild haben möchte und wenn es nicht gibt, auch nichts, dann gibt es eben Image URL auch. Und noch sehr viel weitere. Da muss man einfach mal, wenn man sich da reinfuchsen möchte, drüber lesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gibt es eigentlich für Methoden, was brauche ich, was möchte ich machen. Und dann auch einfach mal ausprobieren. Wenn ihr der Meinung seid, da fehlt irgendwas, dann bitte auf GitHub gehen, Issue öffnen, sagen, ich habe da irgendwo Daten eingetragen und ich habe keine Ahnung, wie ich an die Daten rankomme. Dann sage ich euch, das geht vielleicht anders oder ich sage, das stimmt, das fehlt und dann liefere ich es nach. Genau, zurück zum Template. Hier haben wir die URL und genau hier benutze ich für Breite und Höhe die Icon Size, die er, wie gesagt, oben schon definiert hat. Dann zur Hauptspalte, der Episode Description, was dieser Bereich hier ist. Also eben relativ straightforward ein Link mit der Episoden-URL und den Episodentitel. Dann ist hier der Block mit den Metadaten, die Calendar-Icon-URL, die sich, glaube ich, genau hier oben definiert hat. Hier fixe Breite und Höhe, dann das Episodenpublikationsdatum in seinem eigenen Format. Auch das ist dokumentiert. Glaube ich, ganz hier unten. Genau, also man kann hier bei allen Zeitangaben, die aus dem Templating herausfallen, entweder direkt hier die Accessoren benutzen, also Jahr, Monat, Tag und so weiter. Oder sich seinen eigenen Formatstring zusammenbauen. Also es gibt auch die Dokumentation für Links, also wie Tim das hier benutzt, d.eng.y. Aber auch da, wie gesagt, was man braucht. Wobei bei Default, also wenn man das nicht angibt, das benutzt wird, was in WordPress eingestellt ist. Dann hat er hier noch so eine Feinheit, also eben die Unterscheidung zwischen eine Stunde und mehrere Stunden, also dass es dann korrekt formuliert ist. Sieht so ein bisschen komplex aus, aber relativ trivial, was da passiert. Dann noch der Subtitle und hier eben, wie bereits oben erwähnt, nochmal der Spaß mit der extra Spalte, die er entweder hat oder nicht. Also wenn sie da ist, dann wird eben eine extra Spalte eingefügt und wenn nicht, dann landet es direkt in derselben Zelle darunter. Wir haben eine etwas spannendere Schleife. Hier wird über die Kontributoren iteriert, wobei er in dem Makro, in dem Template nach Gruppe und Rolle filtern kann. Und genau, in dem Kontributor wird dann eben auf Avatar-URL zugegriffen, hier der Name und hier nochmal die Avatar-Size benutzt. Hier nochmal das gleiche, nur eben mit den Namen. Hier ist noch eine Besonderheit von Zwick, was man häufig braucht beim Iterieren, if not loop.last. Das ist, um herauszufinden, ob man im letzten Schleifendurchlauf ist. Das ist ganz praktisch, wenn man Dinge mit Komma separiert oder mit anderen Zeichen, dann möchte man häufig das Komma eben zwischen den Elementen haben, aber nicht nach dem letzten Element. Das ist hier einfach so ein kleiner Trick, um das sauber hinzubekommen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Tabelle angekommen und hier unten steht nur noch Custom CSS. Jo. Wie gesagt, die Referenz befindet sich hier auf docs.podlove.org. Da ist alles dokumentiert, was es gibt. Das ist auch immer aktuell, weil die Dokumentation aus dem Code selbst generiert wird. Und ja, wenn da irgendwas unklar ist, dann gerne nachfragen auf GitHub. Bin
bin ich relativ häufig unterwegs und versuche da schnell zu antworten. Ja, jetzt können wir gerne zu einer Frage-Antwort-Teil übergehen. Also wenn jemand konkrete Fragen hat, gibt es irgendwo ein Publikumsmikrofon? Okay, ist das an? Hört man mich? Okay, also ich weiß nicht, in welcher Folge das war und welchem Podcast. Ich glaube, das war der Lautsprecher. Mhm. Da hat Tim mal über den Podlove Publisher gesprochen, über dieses Templating-System und dass er sich wünschen würde oder vorstellen könnte, dass ich da, so wie es WordPress-Templates gibt, dass ich da auch so Template-Systeme entwickeln und dass man die dann direkt, sag ich mal, anklicken kann und nehmen kann und so. Ist was jetzt auch noch geplant? Das haben wir im Hinterkopf, aber noch keine konkreten Probleme. Also was es im Moment gibt, also wir rufen immer dazu auf, wenn ihr euch mal da reingefuchst habt, wenn ihr was gemacht habt, wo ihr denkt, das ist toll, das könnten andere brauchen, dann teilt es uns mit, dass wir es auch irgendwie verteilen können, veröffentlichen können. Toll wäre natürlich irgendwie eine Plattform, wo man einfach Templates durchsuchen kann, irgendein Directory, wo man durchbrowsen kann und sich dann irgendwas zusammenkopieren kann. Gibt es im Moment nicht. Also das Einzige, was mir bekannt ist, eben von Tim selbst, der hier auf GitHub seine Templates veröffentlicht, aber es gibt noch kein Directory, wo man mal gucken könnte, was haben andere gemacht. Das gibt's nicht. Also auch nur eine Ergänzung zu dem WordPress-System. Also es ist ja eigentlich Templates in Templates. Also WordPress selbst hat ja ein Template-System, ja. Nur ist das etwas unhandlich für uns als Plugin, weil wir doch relativ stark, also relativ viel Customization anbieten wollen, wozu wir eben gesagt haben, da brauchen wir eine eigene Template-Sprache, so was wir da drin leben, das nicht komplett ersetzen können. Wo wir damit dann letztendlich hinwollen, wissen wir noch nicht. Wir gehen einfach Schritt für Schritt voran und gucken mal, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich fände es schön, wenn wir irgendwann mal ein Simmons Directory haben, wo man so explorativ schauen kann, was gibt es für Templates, wie benutzen das andere. Aber im Moment gibt es das noch nicht. Also, ja. Okay, danke. Weitere Fragen, Anregungen? Es besteht ja die Möglichkeit, dass Subtemplates gemacht werden, ne? Genau. Lässt sich das auch mehrfach iterieren, also dass man ein Subtemplate in einem Subtemplate hat, das dann wieder in ein höheres. Das kannst du sich schachteln. Also, Moment. Gibt es, glaube ich, sogar ein Beispiel bei Understanding Templates. Genau, es gibt. Wo ist es? Ah ja, genau hier. Jedes Template hat ja einen Namen. Und damit kann man zum einen über den Shortcode zugreifen. Das ist hier nicht. Also hier dieser Name. Das Template kann man über diesen Shortcode anzeigen. Ja. Man kann aber auch über diesen Namen andere Templates einbinden. Das geht dann eben über diese einfache Include. Und dann der Name des Templates. Und selbst wenn du in Filing, also an diesem Beispiel in Filing, nochmal irgendwas includest, das funktioniert genauso. Ja. Was passiert, wenn ich Variablen in Subtemplates genauso benenne und die dann sich hochvererben? Die sind gescoped. Das heißt, also wenn du... Wenn ich es gerade korrekt im Kopf habe, dann leaken Variablen nach innen, aber nicht nach außen. Also wenn du in einem Obertemplate eine Variable definierst, ist die in dem Template, das du einbindest, verfügbar. Ja. Aber wenn ich sie dort anders definiere, dann... Aber wenn du dort eine überschreibst, also es leakt nicht nach außen, also wenn du zufällig gleiche Variablen anbindest. Verstehe. Ich glaube, da gibt es sogar, da muss man in die Twig-Doku gucken. Ich glaube, das kannst du sogar definieren. Du kannst sowas sagen wie, übernimm alle Variablen nach innen oder übernimm nur die, die ich dir angebe, nach innen. Ja. Oder Blacklist, Whitelist, da musst du mal nach, okay, such mal nach Include bei Zwick. Mhm. Das kannst du, glaube ich, angeben. Also das hatte ich auch schon probiert, weil ich mir dachte, wie haben sie das eigentlich gemacht? Und mein Fazit war, es war gut. Also, ja. Also okay. Ja, genau. Danke.
Weitere Fragen? Na, wenn sonst nichts ist. Also er findet mich auch sehr häufig dort bei dem Podlove-Banner, wenn euch doch noch was einfällt oder ja irgendwie hands-on. Ja, da hinten. Ich weiß nicht, ob das Kabel lange reicht. Jo, reicht. Hallo. Hi. Ich habe eine Frage zu Flatterlings. Ich habe jetzt leider eben die Hälfte vom Vortrag verpasst, deswegen weiß ich nicht, ob ich da was wiederhole. Nee, zu Flatter habe ich nichts gesagt. Ich habe die Herausforderung, dass ich auf einer Übersichtsseite, also nicht auf einer Episodenseite, sondern auf einer generischen Seite Flatterlings für einzelne Episoden anzeigen möchte. Also auf der Übersichtsseite möchte ich auch die Kontributoren Flatterlings einzeln für eine Episode sichtbar machen. Geht das irgendwie? Das müsste gehen. Also generell. Okay. Ich konkretisiere meine Frage, wie? Ja, und zwar kannst du über die, das müsste Contributor.services, genau, hier über die einzelnen Services iterieren, aber wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du auf einzelne Services zugreifen. Ja, genau, auf Flatter. Das geht, indem du bei den Contributor.services den Type-Parameter benutzt. Ups. Und hier ist eine Liste aller unterstützten Services. Ah, okay. Da musst du wahrscheinlich, weiß nicht, Twitter da. Ja, Flatter ist dabei. Und dann greift es auf einen dazu. Genau, Flatter ist auch dabei. Bei Flatter ist jetzt halt die Besonderheit, da weiß ich gerade nicht, das braucht ja irgendwie so ein spezielles JavaScript-Gedöns. Ja. Also, damit kommst du wahrscheinlich an die URL ran, genau, die Service-Profile-URL. Da müsstest du mal gucken, eventuell musst du dir das HTML für den Button dann selbst zusammenbauen mit Hilfe der Flatter-API, aber an die URL selbst kommst du ran. Musst nur mal gucken, wie das restliche HTML dann dazu aussehen muss. Aber generell podcast.services bzw. ja, Services gibt es auf verschiedenen Ebenen. Contributor.services wäre es wahrscheinlich bei dir, da gibt es dann aber dieselben Methoden. Also. Okay, cool, danke. Genau, hier. Die ist aber prinzipiell gleich. Genau. Ja? Gibt es denn einen empfohlenen Weg, wie ich Flatter-Links zu den einzelnen Episoden reinkriege, außer über das bisschen alte Flatter-Plugin, was bei WordPress mal gab? Also gibt es irgendwas, was ihr empfehlt, wie man diesen ganz normalen Link zur Folge einbindet? Oder generiert? Du meinst Flatter-Integration? Ja. Also Flatter-Integration außer über das Flatter-Plugin? Ja. Oder ist das Flatter-Plugin noch das empfohlene Plugin? Weil das wird halt nicht weiterentwickelt. Im Moment ist das Flatter-Plugin der empfohlene Weg, aber wir arbeiten dran, die Funktionalität, die wir brauchen, zu übernehmen, sodass wir irgendwann sagen können, ihr könnt das Flatter-Plugin auch ausschalten. Okay, danke. Zum Ersten, zum Zweiten, dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, ihr findet mich dort in der Ecke und tschüss.